Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es darum, was man im Alter alles darf und kann und sollte und wieso das so eine tolle Zeit ist. Vorgestern war Mick Jagger in der Stadt. Das legendäre Rolling Stones Konzert fand hier im Stadtpark statt und die Zeitung ist voll mit Bildern, wie er mit 74 da auf der Bühne rumspringt und eine Stimmung wohl verbreitet, die da geschildert wird, wo man sich fragt, was bitte soll da im Alter nicht gehen oder so. Das ist alles in unseren Köpfen. Ich denke, ein besseres Beispiel gibt es doch eigentlich gar nicht, dass Alter ein unglaublich spannendes Alter ist, eine spannende Zeit. Ich habe das gerade verdoppelt, das geht nicht. Und ich sage mal, mit 17 ist jeder über 35 uralt. Oder wie man so salopp heute sagt, ein alter Sack. Das ist nun mal so. Und das verschiebt sich ja. Je älter wir werden, desto gnädiger sind wir und denken, also vielleicht ist es dann auch erst ab Mitte 40, wo das Leben bergab geht oder so. Und dann, wenn man selber dieser Grenze wieder näher kommt, dann verschiebt es sich dahin. Und dann hat man aber immer mehr so das Gefühl, naja, also irgendwann wird es ja jetzt wohl kommen, das Alter und das Fürchterliche, aber nein, wir haben ganz viel Werkzeug und davon handeln wirklich meine Filme hier auf dem Kanal. Und was wir alles tun können, um begeistert alt zu werden. Natürlich macht es da keinen Sinn, verbittert zu sein. Ne? Also und immer noch wütend auf etwas, was vielleicht vor 30, 40 oder was weiß ich Jahren in meinem Leben passiert ist. Aber da gibt es ja Mittel und Wege, das loszuwerden. Und da diese Tricks habe ich ja erzählt, aber sich wirklich auch endlich mal im Kopf zu gönnen, dieses Bild, Alter ist eine tolle Zeit. Also nehmt euch Mick Jagger und schaut euch die Bilder an, wie er da die Bühne rockt und da tanzt und eine Energie hat und eine Lebensfreude und seine Musik da weiterhin so lustvoll lebt. Also ich denke, so ein besseres Beispiel gibt es gar nicht und ich möchte euch da nochmal Mut machen. Freut euch auf diese Zeit, denn sie bietet so viele Möglichkeiten. Und ich drücke euch ganz doll die Daumen dafür. Tschüss!